Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zeigt sich auf der Spobis, dem größten Sportbusiness-Kongress Europas, in Redelaune. Und übt nicht nur massive Kritik an den Besitzern von Paris Saint-Germain, sondern gibt auch einen Einblick in die neuesten Expansionspläne des FC Bayern München. Wir könnten noch Anteile verkaufen. Wir haben jetzt 18,2 im Toto verkauft, veräußert an Adidas und Audi. Werden Sie Anteile noch verkaufen? Ich würde es nicht zur Gänze ausschließen, wenn ein Partner bei uns eben Interesse hätte, Anteile zu kaufen. Der müsste aber perfekt zu Bayern München passen. Zum Beispiel die Allianz. Gerüchte sagen, Allianz soll es werden. Ich habe diese Gerüchte auch schon gehört, wie gesagt, aber die kann ich zum heutigen Tag oder zum heutigen Zeitpunkt zumindest nicht bestätigen. Aber es gibt einige wenige Firmen, die durchaus dafür noch in Frage kommen. Und wir haben ein weiteres großes Projekt, zumindest in der Pipeline, namens Nachwuchsleistungszentrum. Wir müssen an der Säbener Straße, da können wir nicht mehr die besten Bedingungen schaffen, weil wir ganz einfach da aus allen Nähten platzen. Und wir befassen uns damit mit einem Standort, der Luftlinie, glaube ich, 4-5 Kilometer von der Allianz Arena ist, eben ein Nachwuchsleistungszentrum zu errichten, und das würde dann möglicherweise dazu hergenommen. Also wie gesagt, wenn wir sowas machen, dann exklusiv in Steine, aber eben keinen Euro in Beine. Ich kann mir nicht vorstellen, muss ich offen und ehrlich sagen, dass Paris Saint-Germain im Moment die Statuten von Financial Fair Play erfüllt. Wo sehen Sie die Probleme konkret? Ja, es gibt ja mehr als Gerüchte, was der Staat Katar eben dort als Sponsorbeitrag leistet. Ja, da ist ja bis zu 200 Millionen die Rede. Und es gibt ja ein Statut bei Financial Fair Play, das heißt, dieser Betrag wird eben nur als sogenannter marktgerechter Preis akzeptiert. Ich meine, kenne ja die Preise oder Sponsorpreise, die Real Madrid, Barcelona, Bayern München oder wer auch immer erzielt, die sind weit, weit weg von 200 Millionen, kann ich Ihnen sagen. Alles schlecht verhandelt. Ja, wahrscheinlich. Müssen wir nachfordern. Genau. Aber ich glaube, dass eben Platini schon am 1. Juli hier ernst machen wird und die Clubs, die eben da nicht willens sind, am Ende des Tages auch möglicherweise einen Preis zahlen, der ihnen nicht gefallen wird. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport 1.